Town ist mein Zuhause. Ich habe mich entschieden, wenn ich sterbe, dann in der Stadt, in der ich geboren wurde. Firestorm. Achtung, Einwohner von Firestorm. Ja, ist nur was für dich. Oh, Scheiße. Wenn ich's mir so überlege, Roland, wann kannst du mich frühestens abholen? Ich hab gekannt. Läuft bei ihm. Hast du es aufgenommen? Ja, und hab's eingesetzt. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber ich hab's eingesetzt. Ne, das war ein Skin für einen Micromancer. Den ich schon hatte. Sniper Rifle, die schlechtest. Glaub Notch Handgun, die schlechtest. Glaub Singularity. Glaub Singularity. Oh. Nee, Bucket. Was denn? Ein schönes dabei? Nee. Ich bin 2500 Feuerschock, Feuer Spike Schild. Wollte ich ein Schock Spike Schild. Nee, Flo, Flo, komm mal hierher. Warte. Nenn ich mal der scheißwerte Roboter da oder nicht? Komm mal hier. Zieh mal da oben hin. Und spring mal. Warte, bist du dahinter? Da siehst du so einen roten Punkt. Und auf den hast du geschossen? Ja, der war vorher grün. Gute Arbeit. Und das ist ja nicht der Riesenroboter, der hat mich da voll weggefickt, als ich hierher gekommen bin. Jo. Roland, Zed. Wenn du das hörst, antworte dringend. Blake ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder von New Haven gezeigt. Oh, schau mal, da ist er schon. Viele Leute waren tot. Blake sagte, sein Boss hätte die Stadt niedergebrannt, weil die Einwohner sie nicht verlassen wollten. Natürlich weiß ich, dass die Bilder Fälschungen sein müssen, weil du und deine Kumpel... Du hast eine neue Sniper für dich, Flo. Also, sobald ich oben bin, bin ich gern. Komm ich darauf. Okay. Heute irgendwelche Kandidaten? Also, da wären vier Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestone. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Immerhin ist zwar schlechter als meine ganze, aber ich nehme sie gern. Saturn schießt auf mich. Ja, guck mal da oben drauf. Halt den Mund, sag sie. John, wieso haben sie einen unserer Satelliten nach Pandora entsandt? Ist der bei mir vor der Tür? Die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind sofort raus, da du dieser kleine Amateur. Und schalte diesen Satelliten ab. Jawohl, Sir, tut mir leid. Das hier ist voll... Ich sehe nicht wirklich, was dieser Roboter da soll. Nee, wie viele Raketenwerfer-Muni habe ich noch? Gott. Der Typ ist ziemlich fett, Alter. Ein bisschen. Diesmal soll er. Fuck! Runtergefallen? Nee, sondern er zielt jetzt auf mich. Good job. Versuch so lange, versuch dich abzuknallen, versuche ich ihn abzuballern. Ja, mache das. Wir lenken ihn einfach so ein bisschen ab. Der weiß gar nicht mal, was er tun soll, Alter. Ich sammle gerade noch mal ein bisschen Geld ein. Ich muss da gleich noch mal nachladen gehen, also nachkaufen gehen eher. Bist du tot oder was? Nein, aber ich muss Raketen nachkaufen. Oh Gott, scheiß Sonden. Ah, jetzt bin ich tot. Teilen oder nicht so? Kannst ruhig, ich bin hier noch sehr gut am Leben. Da warst du! Ich hab dich gefragt, ob du mich heilen kannst. Ach so. Ja, fuck it, ich hab aufgegeben. Toll, jetzt bin ich gerade zu dir gerannt. Spät. Weiß ich sowieso nicht mehr ausgegangen. Ich hätte, glaube ich, 2 Sekunden oder so. Hier, du bringst den jetzt um, Alter. Nee, nee, nicht ohne dich, das wirst du doch. Ich glaube, jetzt krieg ich hier die XP, also kannst du ihn ruhig umlegen. Als ob ich Saturn so schnell niederbekomme. Oh, weiß er nie. Oh Gott, nein, nein, nein. Ja, der scheiß Munitionsladen, Alter. Da ganz hinten. Ja. Los, komm, jetzt erledigen. Mann, wie steht's da? Da ist noch lang. Junge, ich habe keine Raketenwerfer-Munition mehr, ja? Ich probiere ihn bloß abzulenken. Ja, lenk ihn ab. Witzig. Kannst du ihn umlegen? Ja, warte.
Dann leg ihn um. Aber mach schnell. Danke. Au. Schön. Hat er was gedroppt? Ja. Was Schönes oder? Weiß ich nicht. Ich hab's gerade nochmal schnell vor deinen Klaufingern eingesammelt. Warte mal hier, das ist eine schlechte. Deinen eigenen Klauenfingern. Ja. Sniper-Magazin-Größe. Was habe ich jetzt im Magazin? Eben. Eine 910er mit einer 0,8er Feuerrate. Sniper. Noob. Also, der Noob-Sniper. Und eine Granate, wo sagt eine Standard-Explosion mit 3281 Schaden. Kannst du behalten. Das war aber, glaube ich, war das die grüne oder was? Eine lilane Waffe? Keine Ahnung, ich habe keine lilane Sniper. Ah, und ich bin Level up. Ach, du auch? Ich hab schon längst gelevelt. Ich hab sogar schon die Hälfte vom ersten Strich dazu bekommen. Oder ein bisschen drüber. Ja, bei mir auch. Ich bin fast, bei mir ist fast der erste Strich voll. Der Knopf, also der Knopf. Oh, stimmt, jetzt kommt der spaßige Teil. Ja, Flo! Stopp! Time. Ich hab's auch gerade gesehen. Was? Time. Verstehst du? Wir teilen den einfach. Wollen wir den teilen oder was? Ja, den teilen wir. 27 Minuten ist sogar für mich zu lang. Okay. Angel getötet, lange bevor du den Stecker gezogen hast. Wage es nicht, über meine Tochter zu reden. Es hat sich gerade angehört, als ob er so eine Peitsche geschwungen hätte. Ah, er hat sie abgestochen. Sofort wieder zu. Soll aber höllisch wehtun. Oh, sie scheint sauer zu sein. Ach nee. Ist nicht sauer, obwohl er sie immer wieder absticht. Ah, 11.000 Schaden. Sie fallen um, wenn ich ihren Arm erwische. Was jetzt? Mit meiner 2000er Sniper mache ich 11.000 kritischen Schaden. Das heißt, sie explodieren sofort. Cool. Also wenn ich hier einen kritischen Trefferpunkt treffe. Außer die RPG-Loader, die halten natürlich doppelt so viel aus. Oh, der hat noch einen Pixel. Wo? Danke. Warum musst du gerade nachladen oder konntest du nicht treffen? Musst du nachladen, glaube ich. Oh, schau mal, Gott. Konstruktor. Badass. Kritischer Trefferschaden, nochmal. 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 Kriegt ihr die Scheißkanone nicht kaputt oder wieso schießt ihr nicht drauf? Ach, mal nachladen. Oh nein, komm, das ist ein Pixel. Goddammit. Hat trotzdem noch zwei Schüsse gebraucht von mir. Weil du nicht zielen kannst. Maschinengewehr und Shotgun, willst du haben? Ich habe ich beide mal kritisch getroffen, du Depp. Ich bin nur auf die andere Waffe wechseln. Was? Da bin ich. Hä? Was hinter uns? Nein. Kannst du mich mal heilen? Dein Death Trap ist echt super im Gegner ablenken. Ja, ich will es. Ja, dann rennen sie vor allem ganz woanders hin. Er ist gerade immer am Dach gelandet. Yay! Am Dach? Oder hast du einen Raum aufgemacht? Ne, ich bin hier gerade noch und durchsuche das Zeug. Für was man alles so ein paar Erfolge kriegt, ey. Mein Ohr zittert gerade voll. Dein Ohr. Mein Ohr. Mein linkes Ohr. Aha, was hängt hier drüben? Oh, schön, da ist ein Auch ein Revolver. Krieg jetzt schon. Oh, da ist hinter uns einer. Oh, gut. Wisst ihr, ich guck hier. Ah, hier liegen noch ein paar Waffen, falls du noch welche brauchst. Da ist gerade einer durchgestampft, Alter. Der Typ schießt mit den Raketen oben gegen das Dach.
du mich verarschen? Ja. Ich hab brutal verarscht, Alter. Alter! Tod wiederbelebt. Ich hab Punkte bekommen, ich hab Punkte bekommen. Ich hab aber auch Punkte bekommen. Oh, wenn man beim Wiederbeleben jemanden tötet, kriegt man so das. Ich glaube, man kriegt so oder so Punkte. Das ist egal, ob man selber schießt oder ob ihn dann jemand wiederbelebt. Da. Jack hat alles Iridium, das er abgebaut hat, zum Heroes Pass geschickt. Dort muss der Krieger begraben sein. Geh zurück nach Sanctuary. Es wird Zeit, sich auf den letzten Angriff vorzubereiten. Nee. Wir machen nur ein paar Nebenaufgaben, wo? Ja. Mich verarschen? Danke. Ah, eine 4.0er. Korrosionsschaden-Sniper. Cool. Das ist 700 Schaden oder so. Oder was, 900? Das sind 900, den kannst du mir geben. Diesmal so lang den Konstruktor entsauge. Aber das, ich bearbeite so lange hier mal den Hotloader. Ich kann zwar nicht wirklich sehen, wo sein Auge ist, aber. Ist so tot. Weil dein Blitzdings hat geblitzdings das direkt vorm Ziel. Warte mal, ich schau mal schnell, was der Sniper so kann. Ich kann nicht mehr einsammeln. Hier liegen noch drei Sachen. Nee, 700er. 760. Nee, mein hat 780. Davon liegt noch was. Jo, falls du noch was einsammeln willst. So, und jetzt müssen wir noch die Tagebücher einsammeln. Die alle im anderen. Unsichtbare Wand, Alter. Ernsthaft? Was für ein Kack. Warum? Gute Arbeit, Programmierer. Vielleicht, damit man da hinten nicht rauslaufen kann. Aber nee, wir machen die unsichtbare Wand hier und nicht da hinten. Gut programmiert, Leute. Gut programmiert. Ach ja, komm, suchen wir noch ein paar Checks-Tagebücher. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Danach haben wir die Folge mal gecuttet. Eine der wenigen gecutteten Folgen. Und mit wenig meine ich mittelmäßig viel. Mit wenig meine ich mittelmäßig viel. Genau. Kommt drauf an, in welchem Maßstab man misst. Wenn man misst im Vergleich zur Gesamtanzahl der Episoden, war glaube ich über wenig. Warte, gibt's da drüben Autodings? Ich glaube nicht. Noch zu tun, hä? Gute Idee, wie wär's, wenn wir mit Schnellreiseprogramm reisen? Dann sind wir direkt beim Autodings. Okay. Ein Auto fahren. Darit Nexus Boneyard. 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 Ich fahr nach rechts. Ich fahr nach links. Scheiß Rechten. Du willst bestimmt auch der NPD, wa? Oder der. NPD? Sowas nennt sich bei uns FPÖ. FPÖ. Ha! Ja. Die FPÖ! Die, was weiß ich, was zum Teufel das für ein Name sein soll. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt mich verarschen? Bekannt vor. War das ein Zitat von irgendwo? Das ist nicht irgendwann, sondern jetzt. Hä? Ach, da ist er. Was denn? Die Tagebuchsaufzeichnung. Die fliegt. Ja, du musst die runterballern. Fliegt. Ja, wo ist sie denn? Hier gibt's so viele zum Runterballern. Die fällt doch runter, Alter, oder? Nein, die hat einen Skag, einen Rack gefressen, aber ich weiß nicht welcher. Aber alle ab. Die fliegen bloß gegen mich und kriegen dadurch Schaden. Good job. Weißt du jetzt, wo es liegt? Eigentlich liegt es ja da oben. Da hinten liegt es. Na, aber Mr. Tacitor, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht. Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Sie
einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tessiter, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen Würgen und Erdrosseln? Sir, wir haben Minimum ein Dutzend Mitarbeiter durch Angels Funktionsstörungen verloren. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwunden... Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Würgt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Würgen tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist erdrosseln der treffende Begriff. Bitte. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann, die Drinks gehen auf Handsome Jack. Cool. Muss man dazu noch was sagen? Würgen tut man... Okay. Deutschunterricht für Dummies. So, wir haben keine Mission mehr. Absolut keine? Wir können nur mehr einlösen gehen. Wir haben zwei, haben wir noch nicht entdeckt. Nicht entdeckt, das sind die Missionen, wo du in so einer Arena bist. Achso, der Natural Selection, Annex und der Orichasen. In Ore. Orichasen. Und dann noch die Kundenservice. Oh ja, Kundenservice. Nee, Zeitmission, nee. Aber nachdem wir zu zweit sind, ist eigentlich eh nicht so schlimm jetzt. Na? Ja. Tick tack, tick tack. Tick tack, Uhr. Wir schneiden dann, wir müssen uns aber noch absprechen, wie immer das schneiden, oder kann jeder schneiden, wie der will. Ja, mal wie wir wollen. Das passt schon. Bei knapp 20 Minuten. Okay. Nimmst du die Mission an? Ja, das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Ah. Du fährst rechts, ich fahr links. Auf geht's. Wir sind beide erstmal in die gleiche Richtung. Ach, das geht schon. Die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich. Du nimmst aber erst das Ding raus, wenn du eins gefunden hast. Wenn ich eins gefunden hab. Warte, da ist es. Also ich kann eins rausnehmen, was mit dir? Ich will erstmal ein Battleschool jetzt umbringen. Ich muss sowieso zu Fuß. Nein, ich muss nicht zu Fuß weiter. Okay, auf geht's. Drück auf den Knopf. Okay. So. Ach, schau mal, mein Auto hat keine Vorderräder. Ach, schau mal, plötzlich hat mein Auto wieder Vorderräder. Good job. Ich muss sowieso hier aussteigen. So, wir haben 2 von 5. Ich glaube, wieso bist du nicht zu den beiden auf der rechten Seite gefahren? Du hast zu mir gesagt, ich soll links fahren. Okay, dann fahr ich links. Was links? Ich hab gesagt, du gehst rechts und ich geh links. Vorhin war es umgedreht. Nee, war es definitiv nicht, weil ich bin dann nämlich direkt nach links weggefahren. Und du bist nach rechts weggefahren, deswegen kann ich mir gedacht, Ding? Okay, gut. Ach, da oben. Meine Fresse. Na, ich bin gerade ausgefahren, um dann links zu fahren. Und ich bin sofort links gefahren, weil das der schnellere Weg ist. Gut, dann fahre ich halt jetzt nach unten und du fährst nach oben. Und wehe, du fährst mir jetzt nach unten. Junge, wir haben nur noch eins, ne, wir haben noch zwei. Wir haben noch 8 Minuten. Ich korrigiere 10. Meine Fresse. Das hat dieselbe Zeit wie im Singleplayer, nur dass du viel schneller da bist. Ja. Du gehst gerade drauf. Ja.
wo muss da um 2 Goliaths stehen, ey? Oh, das letzte ist da drin. Beim letzten kann ich hier dann deine Hilfe gebrauchen. Warum? Weil das schwierig ist. Glaube ich. Wir haben 15 Minuten Zeit, Junge. Muss ja bloß Wind waschen, das Ding holen und wieder raus. Oder willst du noch leveln? Okay. Ich komm doch schon hin. Ist ein Roboter gelandet? Passt, kannst du es einlösen, wenn es. Okay. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Jetzt komm zurück. Ah, schön, da kann man nicht hochlaufen. Na. Rückerstattungen, großer Gott. Ich trinke im ganzen Leben kein Rack-Ale mehr. Klingt grauenvoll, Alter. Ja. Was 3000. Haben wir? Ein Haufen XP. Ja, wird auf ein paar scheiß Waffen. Hallo, Mr. Kanister. Love. Also, damit das klar ist. Was? Ja, da heißt es Louis Herz, Love Herz. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Oh ja, Mr. Kanister habe ich ja nicht mal. Ah, schau mal. Base Trans Murderer. Oder ja. Guck mal, wie ich da stehe. So eine Frau. Hey. Und da sagt noch einer, mir fallen keine guten, schlechten Witze ein. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Kauf mal, verkauf 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 mal. Wer kauft? Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sorry für den Cut.